Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 Großstadtleben. Yippie! Wir starten hier mit dem, zweiten Techtelmechtel, das die beiden, also die Miku und der Oliver, haben. Und ja, sehr interessanter Start, muss ich mal sagen. So, was machen wir heute? Ich weiß es noch nicht. Für heute ist nichts Direktes geplant. Und ich muss mich nochmal dafür entschuldigen. Für gestern war ja eigentlich ein Stream angekündigt. Den habe ich nicht machen können, weil ich einfach nur so platt war nach der Arbeit. Und warte mal, hier fehlt doch noch jemand. Hier, Sunny, die ist noch, die bekommt von dem ganzen Techtelmechtel absolut nichts mit. So, okay, du kannst mal, wenn du fertig bist, dich noch um den Garten kümmern, hier die Pflanze weiterentwickeln und nochmal hier ein bisschen gießen. Und du hast danach auch nichts Besseres zu tun, oder? Kann es sein? Was ist mit euch verkehrt? Ernsthaft jetzt. So, gehe mal bitte zur Toilette, weil das ist gerade irgendwie wichtiger. Und dann würde ich sagen, kuschel dich zu deinem Schatzi und geh einfach schlafen, weil ich glaube, du musst morgen auch wieder auf Arbeit. Jawohl, genau, so sieht's aus. 8 bis 16 Uhr und wir haben die Möglichkeit, befördert zu werden, aber das wird noch nicht der Fall sein, weil wir hier einfach noch einen zu großen Schub brauchen, um das zu schaffen. Deswegen denke ich mal, aber in spätestens 2 bis 3 Tagen wird sie es hinkriegen. So, und ich wollte googeln bei der guten Sunny, womit sie am meisten Follower findet. Und ihr könnt raten, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Kannst du jetzt bitte mal aufhören, diese kleinen verdammten Fitschen. Oh mein Gott. Heute geht wieder gut los. Aber heute bin ich wenigstens fit. Heute bin ich wenigstens fit. So. Geh mal bitte. Wir machen mal ein bisschen schneller, weil die Miko geht ja jetzt nur noch auf Toilette. Der Finn, ich denke mal, oh ja, der wird auch noch eine Weile schlafen. Die Kinder. Die Energie der Kinder steigt leider sehr, sehr langsam, weil die Betten nur eine Energie, also plus 1 haben. Und das sieht bei den Betten von unseren Sims dann doch schon ganz anders aus. So, außerdem hatten wir in dem letzten Part ja die Alterung auf normal gestellt, also von lang auf normal runtergenommen, so dass unsere Sims nicht mehr so alt werden, aber da brauchen wir trotzdem keine Angst haben. Die erwartet trotzdem ein glückliches, erfülltes, langes Leben. Gut. Außerdem haben wir ja schon die ersten Dinge für die Familie getan, dass dieses Let's Play weitergehen wird. Die Miku hat nämlich den Finn bekommen. Außerdem dachte ich ja, dass vielleicht die Sunny auch schwanger ist, dadurch, dass sie von Aliens entführt wurde, aber nein, dem ist nicht so. Ich würde sagen, wir schicken die Miko zur Arbeit. Da kann sie dann hart arbeiten gehen. Oh. Ach nee. Ah, ich dachte, ihr geht es jetzt extrem schlecht, aber nö. Warte mal, sie kann noch mal etwas essen, bevor es losgeht. Frühstück servieren. Am Ritter. Nee. Ist denn hier nichts mehr im Kühlschrank? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ernsthaft. Oh shit, der ist so leer. Dann würde ich sagen, Frühstück servieren, arme Ritter. Wie ist der Kleine? Oh nein, warte mal. Gut, dann kümmere dich um den Kleinen. Ich weiß nicht, was du gerade machen wolltest. Kann ich leider nicht sagen. Okay, deswegen würde ich sagen, ach, hier. Ah, hier haben wir das Töpfchen. Jetzt habe ich echt das Töpfchen gesucht. Deswegen würde ich mal sagen, bring dem Kleinen gleich mal bei aufs Töpfchen zu gehen. Jetzt, wo er gerade wach geworden ist, ist er nicht süß. Oh mein Gott. Okay. Er ist so süß. Oh. Miko klatscht schon. Ist da schon was passiert oder was? Hat er schon die Töpfchenfähigkeit Level 2? Ich glaube mal nicht, ja? Nee, Töpfchenfähigkeit immer noch Level 1. Aber gut. Können wir nebenbei noch was machen? Flashkarten nebenbei spielen, alles klar. Nee, gut, dann sollen die beiden machen. Ah, guck mal, der Olli ist auch schon wach. Was macht der? Der ist sehr angespannt. Warum? Nee, ihm ist unwohl, so lang. Nicht angespannt, sondern unwohl.
Okay, die Toilette ist kaputt. Die kann der Olli danach direkt mal sauber machen. Wir werden ihn jetzt mal in Ruhe baden lassen, weil der ist echt schmutzig. Die Sunny kann in der Zeit mal das Frühstück vorbereiten. So sieht's aus. Frühstück servieren, arme Ritter. Oh, Frühstück servieren, diese verdammte Maus. Arme Ritter. Und. Au. Au. Au, das tat weh. Und, ihr, was macht ihr? Habt ihr Erfolg? Habt ihr. Jawohl! Die beiden haben erfüllt. Erfolg. Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Finn kann jetzt das Töpfchen alleine benutzen. Sehr schön. Das heißt, wir müssen uns weniger um den Kleinen kümmern. Wir werden aber trotzdem noch dranbleiben, dass der kleine Finn die Töpfchenfähigkeit noch vollkommen lernt, damit wir ihn weniger baden müssen. Und das ist ja dann im Endeffekt für das Kind persönlich auch schöner. So, okay, Daddy, wie geht's denn dir? Du bist mittlerweile sauber. Dann würde ich sagen, repariere mal bitte die Toilette, dass du die... Alles klar, hat er sich gerade in der Wanne umgezogen? Mache ich auch immer so. Natürlich. Natürlich. So, Sunny. Was? Der Chef von Sunny ist nicht begeistert. Ich glaube, wir werden sie... Nee, wir arbeiten von zu Hause. Mit der guten, weil die wird eh noch nicht befördert. Ich schicke die immer ganz gerne auf Arbeit, wenn die Beförderung eh kurz voraus... Gibt sie ihm jetzt Anweisungen, wie sie das, wie er das richtig zu machen hat, oder was? Hat sie... Ah ja, okay, das Essen ist fertig. Das heißt, Tante Sunny kann den kleinen Finn mal da absetzen. Und, was machst du mit Oliver Plauder? Nein, geh weg. Setze bitte mal den Finn ab, weil Mutti ist schon auf Arbeit und Daddy, also der Olli, der arbeitet noch an der Toilette. Und von daher, ach, ja, wie wär's mit einer Vorstellung in der Stadt? Bist du dabei? Hallo? Merkst du was? Nein, geh weg. Ihr wisst ja, die Geschichte zwischen dem Aaron und der Sunny war schwierig und irgendwie werden wir den Aaron jetzt trotzdem wieder nicht mehr los. Es ist furchtbar. Essen geben. Ich möchte ihm aber bitte diese arme Ritter geben. Essen aus Inventar. Essen geben. Tja, dann wird es wohl halt so ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Gut, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ach, Mensch. Weil, nein! Hör auf! Nein! Warum? Mein Gott, ihr arbeitet euch auch komplett entgegen, oder? Kann das sein? Okay, setzt du ihn jetzt rein? Dankeschön. Und du geh jetzt verdammt nochmal Pipi machen. Geh Pipi machen. Bevor hier noch ein Unglück passiert und dann kannst du auch hier nochmal ein Gericht nehmen und dann kannst du dich um deinen Sohn kümmern. Und ich glaube, die Sunny, die müsste auch bald zur Arbeit gehen. Könnt ihr euch währenddessen unterhalten? Geht das? Na, komm schon. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Einfach nur kennenlernen. Geht das nebenbei oder geht das nicht nebenbei? Oh ja, schaut mal, es geht nebenbei. Sehr schön. Dann werden wir ihn auch mal trösten. Geht das auch nebenbei? Was ist hier? Geschichte erzählen und trösten. Okay, alles klar. Geh weg! Lass das Kind in Ruhe! Okay, dann läuft das mal volle Kanne durch und holt sich einen armen Ritter. Warum heißt es eigentlich arme Ritter? Ich weiß es nicht. So, du hast ein paar Küchenteile im Inventar. Die können wir mal verkaufen, weil das Geld brauchen wir. Andersweitig, oh je, es kann auch sein, dass sogar bald die nächste Rechnung kommt. Und wir haben noch nicht großartig jetzt irgendwie etwas dazu verdient. Oh, schaut mal, das Bild. Das ist die Sunny mit dem Aaron. Okay, dann würde ich sagen, lass den Kleinen mal raus und wir stellen mal den Teller weg. Bevor es ein anderer tut. Okay, perfekt. Gut, dann kannst du jetzt mal, was machen wir denn mit dem kleinen Finn? Wie geht es dem denn?
Oh, dem geht es sogar sehr gut. Dann kann der Finn auf jeden Fall mal die Denkenfähigkeit ausbauen. Kannst einfach mal ein paar Dingsbumsis formen gehen. Stapelblöcke heißen die Dinger, glaube ich. Und dann bist du auch beschäftigt. So, und ihr zwei, warte mal, Sandy, du musst doch verdammt noch mal. Warum gehst du nicht zur Arbeit? Ach, wir arbeiten ja von zu. Gut, alles gut. Ich wollte gerade schon mit ihr schimpfen, aber gut, wir haben sie ja von zu Hause arbeiten lassen. Sehr schön. Okay, und dann wird sie sich an den Rechner setzen und gleich mal ihren. Morgen lassen wir die Schule sausen. Welche Schule? Wer geht denn hier noch in die Schule? Keiner. Lassen wir uns ein bisschen abhängen. Abklängen, na klar. Im Nachtclub Nightclub. Sehr ausgefallener Name. Nachtclub Nightclub. Jawohl. Nein, es ist Mittag. Warum willst du in den Nachtclub gehen? Mal ernsthaft jetzt. Okay, und wir machen mal. Wir machen mal. Erstmal den Status aktualisieren, um reinzukommen. Ich weiß, das bringt nicht viele Follower. Aber es kann natürlich ein bisschen dauern, dass sie verspielt wird. Und ja, unsere Tagesaufgabe ist natürlich absolut ideal, nicht schwer. Und von daher, was ist das? Was war? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, Aaron. Meine Güte, du wirst gleich wieder weggeschickt. Okay, dann übertrag mal bitte deinen Status und tu mal ein Bild. Ne, eine Schimpftirade aufnehmen und dann das. Also heute packen wir ihren Terminkalender, was das angeht, richtig voll. Lustiges Meme-Bild promoten. Okay, dann kann sie das, glaube ich, machen. Überraschungsbesuch. Ja, wo ist denn. Oh, und es ist doch, es ist. Moment. Moment. So, okay, Tür hat geklingelt. Und was wollte ich? Ja, wir wollten gerade den Aaron rausschmeißen, weil der hat ja hier nichts mehr zu suchen. Ihr habt gesagt, der hat den Wohnungsschlüssel, aber eigentlich hat er den noch gar nicht mehr. Müssen wir dann vielleicht auf die Sunny gehen und ihn damit den so den Wohnungsschlüssel wieder abknöpfen? Jawohl, Wohnungsschlüssel abnehmen, perfekt. Da haben wir es doch. Die kann da mal ihre Sache unterbrechen oder wir lassen sie das mal fertig machen, wie der Olli erstmal abgeht, ne? So, okay, hier ist etwas, das können wir wegräumen, es bringt Geld, weil wie gesagt, die nächste Rechnung, die wird nicht mehr fern sein. Der Kleine ist fertig, der Kleine ist mit Spielen fertig. Der kann sich ja mal noch ein bisschen mit dem Daddy beschäftigen und hier ein bisschen spielen. Einfach nur spielen, spielen. Wo ist es denn? Spielen. Okay. Na, Kleiner, hast du Lust zu spielen? Jawohl, natürlich, wie immer. So, okay, wie weit ist Sunny mit ihrem Mem? Oh, fast fertig. So, sehr schön. Jetzt kann sie gleich mal den Aaron, den Wohnungsschlüssel, wieder abnehmen. Oh. Was ist hier los? Meine Güte, der hat zugelegt, oder kann das sein? Nimm ihn doch bitte einfach mal den Wohnungsschlüssel ab, damit er hier nicht einfach mehr so wie auftaucht. Und dann sag ihm doch bitte mal, dass das unpassend ist. Dass das unpassend ist, dass er hier noch die ganze Zeit auftaucht, da die beiden ja nichts mehr am Laufen haben. So, okay, gemein. Und dann bitte ihn einfach mal zu gehen. Na, verstehst du es jetzt? Dankeschön. Ja, ich glaube, er sieht's ein. Wenigstens lässt er ein Glas Wasser da, was wir verkaufen können. Super. Okay, dann wäre das auch erledigt. Dann können wir mit der Sunny wieder in die Arbeit gehen. Jetzt ist die Energie geladen. Warum? Wir brauchen doch eine lustige Sunny. Dann kann sie jetzt mal ihr Bild promoten und ich hoffe, dass wir gleich wieder auf diese verspielte Stimmung kommen. Und dann,
Dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Werben, vor allem Bildwerben, das ist, glaube ich, nicht so gut. Da können wir ganz viele Follower verlieren. Status übertragen, machen wir das nochmal. Und dann werden wir einfach mal. Ja, was können wir denn noch machen? Das bringt alles nicht viel. Anzahl überprüfen, Bild promoten. Das machen wir gerade, oder? Jawohl. Wir warten einfach mal ab und schauen, was wir danach noch machen können. Das Bild war ein Erfolg. Sunny hat 100.000. Oh mein Gott, wie cool. Richtig genial. Können wir das nochmal machen? Ich glaube nicht. Nee, okay. Jawohl. Schade, das wäre es echt gewesen. Das wäre es echt gewesen. 10.000 Follower dazu gewonnen. Sehr schön. Okay. Was geht denn jetzt? Hier ist ein Kommen und Gehen. Das war übrigens gerade der Turbo-Toni. Wie der Kleine tanzt. Guckt mal, ist das nicht süß? Los, bring ihm mal das Tanzen bei. Bring ihm mal das Tanzen bei. Ist das niedlich? Ah, das klappt doch nicht so richtig. Okay, so, die Sunny ist auch wieder. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Finn angefreundet hast. Logisch, ist mein kleiner Mitbewohner, ne? So, der Sunny geht es mittlerweile oder immer noch ganz gut. Aber ich würde trotzdem noch so viel wie möglich aus diesem Tag rausholen wollen, solange wie sie fit ist, außerdem noch. Und deswegen Profil löschen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir teilen nochmal Witze, dass wir verspielt werden. Und dann spielen wir einfach nochmal. Ja, was spielen wir denn? Road Rival Alpha. Spiele gut, gewinne Fans, mache Geld. Was ist das? Ah, okay. Alles klar. Na, dann werden wir einfach nochmal live streamen. Dieses komische Spiel, was ich komischerweise auch noch nie vorher jetzt gesehen habe. Ist das neu? Ich bin mir gar nicht sicher. So, ihr zwei Männer, was macht denn ihr? Wie geht's dem Kleinen? Du kannst mal aufs. Was macht ihr? Sprechen. Unterhaltet euch, alles klar. Du kannst nochmal aufs Töpfchen gehen, dass du das so schnell wie möglich lernst. Ohne irgendwelche Zwischenfälle, die in die Windel gehen. Und der Olli, was kann denn der noch machen? Ich glaube, der muss trainieren. Insgesamt 8 Stunden trainieren, in einem Fitnesscenter trainieren. Für den Job braucht er. Ah, der braucht noch Charisma. Okay, warte mal. Dann lassen wir den Olli einfach. Oh, das Waschbecken ist kaputt. Dann lassen wir den Olli einfach nochmal eine Rede üben, um ka einen Charisma-Punkt zu bekommen. Und die Miko ist von der Arbeit zurück. Sehr cool. Oh, die ist total fertig, sehe ich gerade. Dann kann sie gleich erstmal duschen gehen. Und zur Toilette gehen. Ja, die ist nämlich schon wieder gut. Die ist ganz. Der Olli hat die erst repariert. Und dann gibt es mal noch einen armen Ritter aus dem Kühlschrank. So, einen armen Ritter aus dem Kühlschrank ein Gericht nehmen. Oh, die Geburtsurkunde hängt hier noch. Ei, die müssen wir noch aufhängen. Warte mal, hängen wir die ins Kinderzimmer? Ja, wir hängen die ins Kinderzimmer. Guck mal hier unter die Schuhe. Über die Schuhe. Ah, die können wir nicht frei platzieren. Sowas. Aber da passt die ganz gut hin. So, das ist nämlich Finn seine Geburtsurkunde, die die Miko im Krankenhaus bekommen hat. Und gut, dass die beiden ein Pärchen sind, sonst würde das jetzt hier echt peinlich enden. So, okay, die Sunny streamt und der geerntete Garten, wollte ich gerade sagen, der ist im Inventar, alles klar. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Und ja, das heißt so, der Spruch, der geht wirklich so. Und irgendjemand hatte mich mal darauf hingewiesen, dass das heißt, lass mich durch, ich bin Arzt, aber nein, das heißt, lass mich, Arzt, ich bin durch. So. Egal wer was anderes sagt, nein, nein, einfach nur nein. So, okay, die Miko geht jetzt essen, genau. Perfekt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Cut. Weil ich habe noch ein bisschen andersweitig was vor. Och, danke, Miko, jetzt hast du das Waschbecken kaputt gemacht.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.